Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest. So. Wir haben jetzt hier gerade geschliffen. Und mit dem Zeug können wir jetzt endlich mal unsere Anlage unten in Betrieb nehmen. Erstmal grob Core vorkonfigurieren. Das heißt, hier soll nur noch das raus. Und das sieht man auch schon. Wenn ich jetzt hier sage, das rein, das rein. Ne, da kommt nichts raus. Erst wenn ich hiervon was reinpacke, wird ausschließlich das rausgefischt. Das ist halt schon geil. Weil ne, hier kommt ja dann auch das ganze 0,0er Zeug rein, das ganze 3,4er Zeug. Und das muss hier nicht dauerhaft im Kreis sich rumdrehen, sondern das bleibt dann einfach in der Kiste drin und bleibt dann da einfach liegen. Und nur das, was wir selber frisch reinpacken, das 0,7er, das wird halt rausgefiltert. Also rausgesaugt. Das ist schon praktisch. So, ich packe jetzt hier noch mal einen rein. So. Und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier blau. Und jetzt müssen wir zum 0,7er gehen. Und hier kommt es nach gelb. So. Das ist quasi genauso wie hier. Solange man hier sagt, man hat hier gar nichts drin, wird einfach alles nach blau gemacht. Sobald man aber, so wie bei gelb, irgendwas drin hat, wird nur noch das gemacht, was auch drin ist. Genau die gleiche Logik ist bei diesen Injektoren, wenn die halt nach dieser Priorität gehen. Also schon praktisch. Ich glaube, das Gleiche ist auch, wenn du die auf Random oder auf Rotation gestellt hast, dann nimm sie halt auch nach Rotation oder einfach Random nur die Sachen raus, die man dort eingefügt hat in dieser Liste. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ah, da kommt sie schon. Huhuhuhu. Yeah, es funktioniert. Und die Sachen müssten jetzt alle nach blau wandern. Genau. Und da kommen die nächsten beiden. Geil. Aber da müssen wir natürlich eine ganze lange Zeit warten. Ich glaube, ich schalte erstmal das Mesokon aus. Das bringt uns aktuell nicht so viel. Außer Wartezeiten. Das heißt, die Automatisierung nehme ich erstmal raus. So. Kommt erstmal nach da. Temporär. Weil so eben, so müssen wir erstmal warten, bis immer wieder alles hier vorne ist. Und das ist halt Bullshit. Da können wir nämlich auch schon alles andere hier reinschmeißen. Und dann steht das auch schon parat. Oh, ist das geil. Ist das cool. So, wo kommen jetzt die anderen hier? Trat mal an, Mädels. Da kommen sie. Und ja, auch wenn es immer nur einer ist, es sind intern immer zwei. Das heißt, hier ist jeweils ein 0,6 und ein 0,8 damit bei. Das Problem ist halt, die Dinger, die geben halt pro Taktsignal, den sie bekommen, nehmen sie halt einen raus. Dadurch, dass hier der 0,6 und der 0,8 gleichzeitig entsteht, ist für ihn also beides gleichzeitig verfügbar. Und das ist das Problem. Jeder Kasten bekommt nicht nur einmal Mesekon-Signal, sondern dadurch, dass es hier so quer rüber geht, bekommen sie, glaube ich, drei Mesekon-Signale. Ein bekommen sie dadurch, dass das Kabel rüber geht. Eins bekommen sie dadurch, dass das Kabel hier rechts anliegt. Hier rechts anliegt. Und ein Mesekon-Signal bekommen sie dadurch, dass das Ding links anliegt. Und deswegen ziehen sie pro Tag bis zu drei Items raus. Und damit ziehen sie natürlich das 0,6 und 0,8er mit einmal raus. Und deswegen sieht es halt hier so aus, wie es halt aussah. So, also, die sagt, nein, die kann ich auch wieder rausnehmen. War ja bloß Demo-Material. Oh, die oben, die Pipeline. Sie sieht so gut aus. So. Dankeschön.
So, wir brauchen mal hier ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen richtig viel Platz, um die ganze Chat zu konfigurieren. Gib mal hiervon auch noch einen. Dankeschön. So. Beziehungsweise gib mir gleich mal zwei. So, mit ungeraden Zahlen kannst du eh nicht arbeiten, von daher. So, hier ist das Ding jetzt schon richtig konfiguriert. Genau. Letztendlich ist es eigentlich relativ einfach. Es muss einfach immer nur jedes muss einmal bei, also als Beispiel vom 07er, muss das 07er einmal bei ihm selbst, bei gelb und bei dem darunter liegenden als rot eingetragen werden. So. Das heißt jetzt hier, das 06er muss bei ihm in gelb und bei ihm in rot eingetragen werden. Und das 08er muss bei ihm in gelb und bei ihm in rot eingetragen werden. So, schon ist die Anlage voll funktionsfähig. Dann packe ich jetzt mal hier 8er rein und die 06er, damit wir da auch schon mal ein paar Sachen haben zum Testen. Aber wieso ist jetzt doch wieder eine ungerade Zahl? Ach ja, weil wir 99 am Anfang hatten. Ja, eben, ist ja immer eine ungerade Zahl am Anfang. Nevermind. So. Hier wird es jetzt genauso. Das heißt, jetzt haben wir hier. Oh Mann, Alter. Hier brauchen wir jetzt das 0,9er. Und das 0,9er wird hier bei Rot eingetragen. Und hier bei Gelb eingetragen. Bam. So, und hier haben wir 06er. Und das 05er wird hier bei Gelb eingetragen. Und hier bei Rot eingetragen. So, und dann kommt hier rein. Voilà. Okay, ab und zu springt der Kurzer auf, hat keine Stromversorgung. Ist es gerade draußen Nacht oder was? Nein, ich weiß halt nicht, wie viel Power wir aktuell brauchen. Ne? Kann natürlich sein, dass wir mittlerweile echt schon viel Strom verbrauchen. Ach nee, hier ist noch alles im grünen Bereich. Ah, ist also einfach nur wieder, dass meine Anlage zu groß ist. Dieses typische Minecraft-Problem. Ja, ab morgen spiele ich Minecraft. So. Die Brote halten echt ganz schön lange, kann das sein? So, 07 haben wir. 08. Was bist du? Du bist 06. So, wollen wir die Anlage mal ein bisschen einheizen. So, haben wir 08er? Haben wir schon. Als nächstes bräuchten wir 09er. So, 09er. Bei der können wir jetzt... ach, 09er haben wir ja schon. Ah, never mind. Das heißt, kommen die Tropfen dazu. Und wir haben 1,0er. So, 1,0er kommt hier bei Rot. Und hier bei Gelb. So.
Hier haben wir 04er. Die kommt hier bei Gelb. Und hier bei Rot. So. Ja, man sieht also, man könnte auch das ganze Ding manuell machen, aber 34 Dinger manuell zu machen, wäre halt unendlich aufwendig. Von daher, ja, wäre es schon schön, wenn unsere Anlage irgendwann mal automatisch funktioniert. So. Ich kann ja langsam mal die Anlage mal einschalten, damit es auch ein bisschen automatisch arbeitet. Well. Vor allen Dingen mache ich mal noch mal einen weiteren Stack für den guten Zeug. Was soll ich gerade? Den da. So. Oh ja, ich glaube, jetzt ist es nachts draußen. Ja. Wait, what? Unsere Sonne ist gerade beim Untergehen und die Akkus sind schon halb leer. Ach du Scheiße. Jetzt wird gar kein Strom mehr gezogen. Hm. 300 EU gerade mal. Jetzt bloß noch das Ding hier. Scheinbar sind die Zentrifugen unten schon wieder alle fertig. Gut. Alter. Aber die Sonne geht gerade mal unter. Die Dinger sind schon alle halb leer. Das, ja, aktuell verbrauchen wir mit der Anlage unten doch ein bisschen mehr Strom. Naja, bald sind vielleicht unsere ersten Reaktorstäbe fertig und dann können wir hier das Ding wieder in Betrieb setzen. Jetzt scheint es ja zu funktionieren. Wahrscheinlich so lange, bis wir das Ding wirklich einschalten und zum Beispiel da Uranstäbe reinmachen, funktioniert es auf einmal wieder nicht mehr. Port by habe ich es doch gesagt. So, jetzt haben wir unten auch eine gerade Anzahl. Also hier ist echt noch hässlich. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen was. Bisschen Stein. Das kannst du ja so nicht lassen. Achso, halt. Stein. Ah, oh, schon besser. Muss ja nicht aussehen wie bei armen Leuten, ne? Eigentlich wär's ganz geil, wenn dieser Schalter auch die Tür gleichzeitig mitsteuert.
Nur mal so aus Interesse. Das geht doch auch einfach bis zum Redstone-Signal, ne? Wenn ja, wäre zwar immer noch die Frage, wie ich das da hinbekomme. Aber wenn es wirklich mit dem Redstone-Signal getan ist... Oh ne, geht doch nicht. Hä, wobei... Der geht doch gar nicht an. Hä? Was ist das für ein Bullshit? Der Ding ist doch engaged. Warum geht der dabei nicht an? Was ist das für ein Bullshit? Ja gut, dann geht's. Das ist ja richtig blöd. Na gut, dann halt nicht. Ich meine, ich wüsste zwar noch, wie man es noch machen könnte, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal unten unsere Anlage. Und später denke ich eh nicht mehr dran, von daher auch egal. So, rein mit dir. Okidoki. Ja, ist aber richtig. Ja. So, 1,1er. Kommt hier bei Gelb. Und hier bei Rot. Ungefähr so. 0,6er. 5er. 4er. Kommt jetzt hier 3er. 3er kommt Gelb. Rot. Und hier rein. Ah, haben wir die Pipeline nach unten schon mal fast fertig. Konzentriere ich mich erstmal auf das nach unten und mache dann das nach oben. Weil mit den Schlägen hin und her rennen. Da wird es bekloppt. So. Achso, jetzt muss ich natürlich aufpassen, jetzt sagt mir die Dinge hier den ganzen Strom raus, ne? Wetten, unsere Batterien sind fast leer. Lauf das Ding an. Hä, die ist immer noch halb voll. Hä? Warum ging sie denn vorhin mit einmal so schnell leer? Ich meine, gut, vorhin waren wahrscheinlich bis ein paar mehr. Ja, wobei, jetzt waren auch 4, 5 Zentrifugen an. Ja, wer weiß das schon. So. Hat genau reingepasst. Wohl.
Huch, Manni. Das wird jetzt die spannendste Folge ever. So, 03 haben wir auch schon. Genau. Dann nehmen wir mal hier die 02er raus. So, die 02 ist noch nicht bereit, genau. So, kommt nach Gelb und nach Rot. Haben wir denn hier alles eingeschalten? Ja, ne? Genau, okay. Ja. So, 0,2, ja. Nach Gelb und nach Rot, genau. So. Dann kommst du da rein. Dann müsste ich gleich 2x01 da haben. Und aus dem 2x01 kriege ich dann einmal 0,0er. Das müsste genau passen. Dann ist die Pipeline nach unten schon mal fertig. Sehr geil. Und eigentlich müsste ich gerade bei der Anlage, wo die so extrem viel Strom verbraucht, überall Batterien reinpacken. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nochmal eine schöne Tour werden. Holy shit. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal, genau, 2x01. So, 01. Kommt eigentlich nur hier bei Gelb rein. So. Weil von 00er kann man die nicht zentrifugieren. Ne, weil dann müsste man ja aus 00er, 01er und minus 01er rausbekommen. Geht nicht. Deswegen ist das hier der letzte Schritt in der Pipeline. Und das, was hier rauskommt, 0,0er, das ist dann tatsächlich Müll. Und das 0,2er wiederum, das geht dann ja hier wieder zurück in den nächsten. Und so weiter und so fort. Gut, das heißt, ich würde jetzt die Anlage schon mal einschalten. Und würde mich, solange wie die hier erstmal schon mal läuft, würde ich dann jetzt tatsächlich doch mal gleich mal ein paar Batterien bauen. Brauchen wir eine ganze Menge Holz für. Wir haben jetzt 34 von den Dingern. Das heißt, wir brauchen 68 Batterien. Heilige Scheiße. Das ist natürlich ganz schön. 68 Batterien. Da brauchen wir eine ganze Menge Holz für. Holy shit. 68 Batterien. Wer kommt noch so eine scheiß Idee? Alter. Kupfer und Zinn. So. Das heißt, bei 68 müsste eigentlich genau 100 Holzblöcke reichen, oder? Ist. Ach so, ja. 100 Holzblöcke, nicht 100 Bretter. Schon wieder. Ich würde tatsächlich erstmal hier ein bisschen Dschungelholz verbrauchen dafür. Ungefähr so. So, so, so. Was gibt's denn da Schönes? Oh, nehmen wir mal das hier. Achso, halt. Das ist ja. Gut, wir brauchen hierfür 68 Batterien. Das heißt, wir brauchen hiervon
68. Und hier brauchen wir 2 mal 68. Dankeschön. So. Dann jetzt noch mal das Ganze. So, bleiben wir erstmal dabei. Ich versuche erstmal mein Inventar so weit wie möglich aufzuräumen, damit wir da schon viel Platz für die Batterien haben, da die ja leider nicht stacken. Aber wenn wir es einfach noch brauchen, nehme ich da. Ach, erstmal Dschungelholz aufbrauchen. Das brauchen wir am seltensten. Kriegen wir am schnellsten, weil Dschungel haben wir einen riesigen Wald bei uns. So, ansonsten packen wir das mal alles hier schön oben hin. So, alles. Gut, dann klatschen wir und unsere Dinger voll. Hier wird ja gar nicht gearbeitet. Was ist denn los hier, Leute? Irgendwas? Die arbeiten alle gar nicht. Aber ist der Saft leer oder was? Oha. Muss jetzt mal warten, bis es wieder Tag ist, ne? Jo, der Saft ist leer. Wird noch ein bisschen dauern. Well, that's fucked up. Gut, aber ein bisschen Zeit, Batterien reinzusetzen. Das ist genau der Grund, weswegen da möglichst schnell über Batterien rein müssen. Muss ich natürlich überall alle manuell reinsetzen. Ich meine, wie gesagt, ne, für den Notfall kann ich ja auch unsere Öfen benutzen, unsere MV-Öfen. Ne, wenn ich da Kohle reinmache, dann kann ich das ja als Notstromgenerator benutzen quasi. Aber erstens erzeugen die gar nicht so viel Strom, das heißt, für die Anlage hier wird es eh kaum reichen. Und zweitens, so nötig haben wir es jetzt auch nicht. Das ist das von Sisyphus Arbeit, ey. Wer kam auf diese beschissene Idee, eine Zentrifuge reinzubauen, Alter? Am liebsten würde ich mich im Schlaf einfach selbst erwürgen. Ah, gut. Also, wir machen jetzt die nächste Folge erstmal weiter. Von daher, bis genau dann. Ciao.